Kommen jetzt alle langsam wieder da in 60 Sekunden, eine Minute in etwa. Warten wir, dass alle. Es geht natürlich langsam, das mit den Gruppen. Aber es. Ja, Ihr Problem, Frau Fest, werden wir lösen mit dem. Weil es gibt. Ja, heute gab es die Hälfte. Also ich gehe davon aus, dass einige vielleicht. Es sind nur zwei von. Es reichen zwei. Würde diese ganze praktische Frage. Ja, ich werde fragen, wie das machen. Gut, sind alle, glaube ich, da. Also, dann hören wir jetzt von eurer Seite. Ich spreche nicht mehr. Gruppe 1, wie gesagt, es ist nicht gefordert, dass jetzt Gruppe 1 hundertprozentig alles zusammenpasst. Und Gruppe 2 sowieso ist nicht stattgefunden und so weiter. Gucken wir aber. Sehen wir, wie das alles gegangen ist. Also wer spricht für die Gruppe 1? Wichtig, dass jeder sich merkt, in welche Gruppe war, weil ich weiß nicht mehr. Einige habe ich nach der Gruppe, dann die anderen habe ich so, weil ich habe nicht mehr geschafft, alle systematisch zu. Jeder soll wissen, in welche Gruppe, damit, wenn möchte, miteinander oder kann auch wechseln, Gruppe wechseln. Ne? Das können wir. Also, dann bitte, Gruppe 1, wer ist Sprecher oder Sprecherin von Gruppe 1? Ah, gut. Ja, wunderbar. Dann machen Sie die Bildschirmfreigabe mit dem, oder soll ich machen, Bildschirmfreigabe mit der Seite dort, mit dieser Einleitung. Mag ich das? Das ist dann diese. Das ist diese, die Einleitung. Das ist eben die Prinzipien der Methoden. Genau. Okay, lassen wir das, ist diese Einleitung. Ja. Genau. Genau. Thank you.
Perfekt, vielen Dank. Ich weiß es nicht, ob da, ich glaube, das kommen wir heute nicht zu besprechen, weil das schaffen wir nicht. Aber ich würde vorschlagen, dass für das nächste Mal auch das wird das gelesen als Aufgabe und dann können wir am Anfang das nächste Mal das besprechen. Ne? Oder machen wir erstmal die verschiedene Gruppe einfach erklären, was eben den Inhalt ist. Ich glaube, die zweite Gruppe jetzt Begriff Vernunft, hat jemand das gelesen? Kann jemand was kurz darüber sagen? Oder Kapitel 5 und 6? Wahrscheinlich nicht, weil die Gruppe ist, na gut, okay. Dann eben über Begriff Vernunft, was die Logik ist. Und ich habe versucht hier zu erklären, dass wir eine Logik brauchen, die praktisch in der Lage ist, diese Entwicklung zu rekonstruieren, weil ich spreche von Jugendentwicklung, und eben habe dann über die dialektische Logik gesprochen. Das ist eine Logik, die eine objektive Logik ist, wo Subjekt und Objekt zusammenfallen. Das ist sehr kompliziert, dieser Paragraph, vielleicht ganz gut, dass wir heute, das können wir vielleicht das nächste Mal besprechen, bitte lesen aber, das ist ganz wichtig, weil es geht wirklich im Kern der Logik, der dialektischen Logik. Ich würde sagen, wir lassen das für das nächste Mal. Das können wir vielleicht zusammen lesen, wenn es Schwierigkeiten gibt, weil das ist eben, ja, genau der Hauptbegriff von Hegels Logik, von der Dialektik ist hier. Und die Grundprinzipien der Religion, ja, das haben wir aber schon gesagt, und zwar Aufhebung, haben wir schon gesprochen über die Aufhebung, da hattet ihr die dialektische Aufhebung, und dann, das können wir das nächste Mal. Ich schreibe mir das auf 5 und 6. Dann, Paragraphen 7, hat eine Gruppe das gemacht, denke ich? Oder auch nicht, wahrscheinlich war auch die zweite Gruppe, okay, dann gucken wir Paragraph 7. Das werden wir auch das nächste Mal, Unterschied zwischen dialektischer Logik und formaler Logik. Das machen wir das nächste Mal. Dann die Begründung der Objektivität der dialektischen Methode. Das müsste jetzt eine Gruppe geben, die das gelesen hat. Oder habt ihr das geschafft mit der dritten Gruppe? Die dritte Gruppe kann was dazu sagen, oder? R. Janik, bitte. Ja. Ich nehme, bitteschön. Moment, Janik, wollen Sie was dazu sagen? Brauchen Sie da Ihr Audio, das Audio anzumachen? Kein Problem. Okay, ich... kein Problem. Ja. Perfekt. Nummer 9. Okay. Das haben wir aber was gesagt. Das ist historisches Verständnis. Haben wir heute gesprochen. Ich habe das über dieses historische Prinzip, das man historisch rekonstruiert. Das haben wir genug geredet. Das zwischen, beziehungsweise zwischen Philosophie und Philologie habt ihr geschafft, oder? So, okay, dann sag. Ja. So ist. Perfekt. Ja, perfekt. Also Philologie sind die Quellen, die brauchen wir natürlich die Quellen, aber die Quellen sich müssen wir dann die logische Entwicklung der Quelle rekonstruieren. Zusammen, philosophische Interpretation und philologische. Wunderbar.
ich gehe ein bisschen schneller, weil über die Beziehung zwischen logischer und chronologischer Entwicklung, das hat damit zu tun, oder? Mit der Quelle, also die logische Entwicklung der Quellen im Grunde genommen. Die Rekonstruktion, als immanente Rekonstruktion, habt ihr eine Gruppe was das, darüber was gelesen, über die immanente Rekonstruktion. Okay, das sage ich, dass im Grunde genommen es ist also wichtig, nicht, dass die, bitte, hat eine Gruppe, will darüber reden, über diese 12? Ja, bitte. Bitte dann. Ah, 11, natürlich, ich bitte. Ja, 11, bitte. Genau. Damals war nicht die preußische Regierung, damals der junge Ewald, das Tübinger Stift, er war in einem evangelischen Stift, eine Privatuniversität, Protestant. Und die Schelling, Egel und Erderlin waren revolutionär damals, weil wie alle junge Leute waren gegen die Macht, gegen die Theologie. Aber Egel war mäßiger, Schelling war viel mehr Atheist, auch andere gab es. Und deswegen haben sie zum Beispiel Predigten gehalten. Und in diese Predigten müssen sie aufpassen, was sie geschrieben haben, was sie nicht geschrieben haben. Wir müssen immer bedenken, dass Egel Theologie-Student war und auch Schelling. Die waren Theologie.
die hätten Pfarrer werden sollen normalerweise. Deswegen, gut, damals wie nicht wie heute. Perfekt, vielen Dank. 12, ich wollte was sagen, bevor wir den... Wir sind ja eigentlich jetzt über die Zeit, aber für mich ist kein Problem. Wenn wir das beenden, wäre gut, oder? Dass wir, haben wir noch ein bisschen, 10 Minuten. Für mich ist kein Problem, dass wir das zu Ende. Bitte, Paragraph 12. Genau. Perfekt. Wollen Sie noch was dazu sagen, bitte? Ja, also das Wesentliche haben Sie gesagt. Ja, gut, okay. Und dann wollte ich sagen, wir sind alle Menschen, sind wir selbst konstruierende Wege. Also jeder von uns bekommt Einflüsse, aber eigentlich dann werden von uns verarbeitet nach einer eigenen Logik. Jeder von uns hat einen eigenen Lebensweg, das wollte ich sagen. Da auch Kegel natürlich. Gut, was die Einteilung betrifft, dann wird jemand was dazu sagen oder sagen wir nicht. Gut, die Einteilung jetzt, das machen wir das nächste Mal. Wir haben schon genug heute gesagt. Gut, hat es aber einigermaßen gut geklappt mit den Gruppen, obwohl ein bisschen so chaotisch war, aber trotzdem hat es geklappt. Ja, ist noch was zu sagen oder können wir für heute verabschieden? Gut, also ich würde folgendes vorschlagen für das nächste Mal, wenn nochmal das gelesen. Okay, mit Ruhe zu Hause, haben wir gesprochen. Wenn jemand was vorbereiten möchte, kurz oder Fragen, kann man vorbereiten, Fragen haben. Und das nächste Mal machen wir ein bisschen weiter, ein bisschen wiederholen wir das. Ich denke aber, dass schon man beginnt zu verstehen, was die ganze Struktur, die logische Struktur, die ich gegeben habe, diese Studie und das. Ja, und dann, vielleicht ist jemand rausgesprungen und kommt wieder rein. Gut, ja, sie haben rausgesprungen wahrscheinlich und dann wieder. Ja, ich habe gesagt, also erstmal würde ich sagen, sind wir noch einen Schritt weiter gegangen. Und das ist eben schwieriger, weil wenn wir dann uns befassen werden mit der richtigen Entwicklung, mit dem Tagebuch zum Beispiel vorlegen, 15-, 16-Jährige, das ist viel einfacher. Weil es natürlich ist schwieriger jetzt über die Prinzipien der Dialektik. Danach ist es einfacher, was wir lesen werden.
Gut, also ich schicke euch dann praktisch, ich mache eine Rundmail mit den Adressen von euch allen, damit könnt ihr miteinander in Verbindung setzen. Wir machen wollt in der Gruppe, also könnt ihr miteinander reden, diskutieren, was gemeinsam vorbereiten, das steht jede Gruppe frei. Oder jede einzelne auch, wir wollen, wie sie wollen. Und dann, wir sehen uns nächsten Dienstag und machen wir weiter. Wenn keine Fragen sind, dann würde ich sagen, wünsche Ihnen einen schönen Abend und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ciao, ciao. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.